Guten Tag, Leute. Ich melde mich mit einer kleinen Folge Scammer suchen und wir werden als erstes hier so ein paar Aufzüge kaufen beim Dan oder Dan oder irgendwie so. Ja, willst du gleich alle kaufen? Ja, wie viel alle zusammen? Fragen wir das doch mal nach. Wo bin ich denn überhaupt hier gelandet, Leute? Was ist das für ein Shop hier? Ich gucke mich mal ein bisschen um. Aha, eine Burg aus Cobblestone. Na gut. Aber ich glaube, also er sieht für mich erstmal, glaube ich, vertrauenswürdig aus. Hat auch einen weißen Prefix am Start und so. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was daraus wird. Auch hier ein Scam-Frei-Beacon in der Ender-Chest. Ich muss aber sagen, die Scam-Frei-Items, die sagen immer nicht so viel. Ich kenne jetzt die Spieler, die hier signiert haben, auch nicht. Die sagen mir gar nichts. Naja, 2000 je Stück Verhandlungsbasis. Okay, bieten wir mal 1,8k pro Stück. Mal sehen, was der dazu sagt. Boah, krass, Leute. Der Aufzug fällt und fällt sogar. Der ist sogar nur 1,5k wert gerade. Da kaufen wir sogar ein bisschen zu teuer ein. Egal, machen wir. Okay, er schreibt auch, es geht klar. Das heißt, wir kaufen jetzt, glaube ich, 16 Aufzüge für 1.800. Das sind $28.800. Okay, er schreibt auch schon $28.800. Ich würde mal sagen, ich bezahle mal $29.800. Ein bisschen zu viel. Wir gucken heute, wie ehrlich der wirklich ist. Erstmal kriege ich die Aufzüge und zweitens kriege ich mein Geld wieder. Und wir schauen mal, was der gute Mann macht. 16 Aufzüge sind da, also gescampt wurden wir nicht. Jetzt bin ich gespannt wegen dem Tausender. Wird er von sich selbst was sagen oder nicht? Bisher kommt nur Danke dir. Ich frage mal jetzt nach. Ups, ich habe dir 1000 zu viel bezahlt. Mal sehen, ob er jetzt so nett ist und uns das wiedergibt hier, die 1000. Ja, mal gucken. Bekommst du gleich, schreibt er jetzt. Okay, das heißt, ich kriege das Geld anscheinend wieder. Warum dauert das lange? Warum gleich? Ich kann erstmal kurz die Aufzüge in meine IC packen. Da können wir sie weg. Hab noch ein paar Köpfe. Hast du Interesse dran? Nö, habe ich nicht. Ich möchte nur meine $1000 wieder haben. Ich will mir jetzt die ganzen Sachen andrehen. Ich habe auch welche im Inventar. Nee, danke, Bro. Köpfe sind doof. Gib bitte den 1k wieder. Habe nicht viel Geld. Ich frage nochmal nach dem 1000, aber den hätte ich echt gern wieder. Ich weiß auch nicht, warum er uns den nicht geben will. Oder wollte er uns einfach nur was andrehen hier in dem Zug? Jetzt kommt er mir noch einen Aufzug an hier. Du, ich will nichts mehr kaufen. Ich will einfach nur mein Geld wieder. Und dann will ich weiterziehen. Ich habe noch einen gefunden. Brauche 16. Passt schon. Gib bitte eben den 1k. Ich glaube, der will den 1000er nutzen, um noch einen Deal zu machen hier. Ich glaube, der hat richtig Lust auf Deals. Warte, habe ich vorhin schon? Hat er mir den 1000er... Scroll ein bisschen hoch. Hat er mir den 1000er wieder... Warte. Habe ich das nicht gesehen? Jo, okay, dann lieber dann. Ich habe nichts gesagt, Alter. Du hast es super schnell zurückbezahlt hier. Nicht mal eine Minute später. Richtig korrekt von dir. Das ist auf jeden Fall voll cool. Da kriegst du hier, komm, gib dir die Hälfte der Aufzüge. Viel Spaß. Ups, hat er gar nicht gesehen. Egal. Viel Spaß damit. Tschüss. Leute, als nächstes werde ich einen Spawn-Gutschein zweiten Grades verkaufen an den Lehrer. Würde mal sagen, wir fangen mal ganz entspannt an mit $900.000. Relativ teuer, das Item. Ich habe es mir gerade extra mal dafür gecheatet. Und ich bin ein bisschen skeptisch, weil der hat hier leere Grundstücke. Also, wenn ihr mal guckt, das erste Grundstück von ihm ist leer. Das zweite gibt's gar nicht. Alles sehr, sehr, sehr komisch. Ich schicke mal eine TPA an den. Mal sehen, was dann passiert. Hab 850, würde ich sagen. 875 machen wir dann. Hoffentlich klappt es in der Mitte. 875 ist, glaube ich, ein guter Preis. Denn ich denke, der kostet gerade so ungefähr 875.000. Kommt echt gut hin. Er sagt auch direkt, okay, gut. Kommt mir alles sehr fishy vor. Teleportanfrage wird jetzt abgelehnt. Ja, gucken wir mal. TPA-Scammer. Was? Fragezeichen, was? Ich bin doch kein TPA-Scammer. Ich bin nur ein Verkäufer. Ich möchte dich testen, ob du mir auch das Geld gibst. Der fragt jetzt nach einem Mittelsmann. Und er schreibt, ich habe gesagt, komm zu meinem GS. Und er hat geschrieben, auf keinen Fall. Gut, dann machen wir mit Mittelsmann. Ich frage mal im Chat. Wer ist ein guter MM hier? Fragen wir das mal im Chat. Mal sehen, ob irgendjemand sich bereit erklärt. Es gibt ja auch Mittelsmann-Scams, wo ja, der Mittelsmann mit im Boot sitzt und eben mitscammt. Falls es gleich passiert, geht natürlich der Mittelsmann auch mit hops. Das wird natürlich ganz schön böse. Oh je, Leute. Er schreibt jetzt 187k-Pri wäre okay. Okay, ist der 100% safe? Das Ding ist, der 187k-Pri sagt mir irgendwas und er sagt mir nichts Gutes. Egal. Wir können in diesem Video ja rausfinden. Er schreibt auch jetzt ja. Okay, nehmen wir den. Ja, jetzt können wir zumindest mal in dem Zusammenhang testen, ob der Spieler was am Stecken hat. Weil dann gibt es richtig Ärger. Ich glaube, der 187-Capri, da habe ich gar kein gutes Gefühl, dass das hier eine saubere Nummer wird. Oh je, Leute. Guckt euch mal die Grundstücke an, Leute. Die sind einfach wieder komplett leer und das einzige Grundstück, was nicht leer ist, da bin ich einfach gebannt. Ey, das ist doch... Das würde ich niemals normalerweise als Mittelsmann akzeptieren. Wenn das hier kein Test wäre, würde ich den niemals nehmen. Wo bin ich denn jetzt gelandet, Leute? Hier ist die Party der No-Wanks, Alter. Das ist was, ich schicke mal allen einfach zwei Aufzüge. Mal sehen, was jetzt passiert. Guten Tag, Leute, was geht, Alter? Guck, der rennt einfach weg. Der hat gerade geschrieben, der Server ist scheiße. Der hat gar keinen Bock auf die Aufzüge. Okay, sind das alles Freunde?
Okay, die sagen, der scampt. Nee, oh nein, wenn der scampt nämlich die schnell wieder mit, dann brauchen wir gar nichts. Was ist das für ein doofes Haus, Alter? Okay, egal. Ich ignoriere mal die Party der No-Wings hier. Wir gehen... Ah, nee, der ist noch gar nichts geschrieben worden. Also noch läuft der Deal nicht. Komisch. Der warnt mich hier. Pass auf, komm, dann gebe ich dir noch zwei weitere. Viel Spaß und komm, du kriegst auch noch zwei. Oh, jetzt geht's weiter. Lehrer fragt jetzt im Chat, scammt 187 Capri. Mal sehen, wer jetzt gleich alles Ja schreibt. Ich wüsste nicht, dass der scammt, schreibt jemand. Okay. Ja. Na gut. Ich hoffe mal, er scammt wirklich nicht, aber ich habe kein... Ja, vielleicht vertue ich mich auch. Ich habe mit den ganzen 187 Leuten kein, habe ich nichts Gutes im Kopf, wisst ihr? Das habe ich nur schlechte Sachen im Kopf. So, da sind wir auch schon. Lehrer ist da vorne und kommt gerade an. 187 Capri ist hier. Ich bin natürlich der Verkäufer, also muss ich, glaube ich, hier hingehen. Und wir schauen mal, was hier passiert. Du bist nicht Verkäufer, Alter. Ich bin der Verkäufer. Geh auf deine Seite. Los, rüber mit dir. Geh da vorne hin. Du musst nach da. Schreibt jetzt auch, habe extra zwei Kisten, damit nicht gegrieft wird. Okay. Keine Ahnung, ob das wirklich einen Vorteil hat, aber passt. Worum geht es denn? Born GS... Gutschein zweiter Grad für 875k. Schreiben wir das mal rein und gucken wir mal. Ah, warte mal, der Lehrer ist dieser Spieler eigentlich? Ich glaube, da wiederum habe ich was Gutes im Kopf. Okay, er schreibt jetzt so. Das ist anscheinend der Main-Account. Der hat auf jeden Fall Geld. Den kenne ich vom Namen her. Der ist schon ein alter Account, der lange spielt. Es wird immer spannender. Also wenn der gleich wirklich scammt mit dem zusammen hier, Leute, dann... Boah, schwierig. Dann wird es schwierig. So, ich pay dir das Geld. Also das Geld wird jetzt bezahlt an 187 Capri. Okay, machen wir. Er schreibt auch jetzt, das Geld ist da. Dann nehme ich jetzt mal den Gutschein aus meiner Ender-Chest. So, und den packen wir vermutlich jetzt gleich hier rein. Du kannst es reinlegen. Zack, Gutschein ist drin. Und jetzt wird es spannend, Leute. Gutschein wird jetzt wahrscheinlich rausgenommen. Den hat jetzt der Capri. Jetzt wird die Truhe abgebaut und neu geplaced. Das ist immer wichtig, damit keiner hacken kann. Jetzt geht da vorne was dran. Und ich glaube, der Lehrer kriegt den Gutschein. Oder? Oder? Und ich wurde bezahlt. Yo, 800, ist das Geld wirklich da? Ich check mal ganz kurz nochmal nach. Yo, Geld ist da. Ich wurde nicht gescammt, Leute. Ich habe zwar, wie gesagt, nicht das Beste im Kopf, aber das heißt anscheinend gar nichts. Oder ich wurde enttarnt, das weiß ich nicht. Aber kein Scam. Und vor allem der Ich liebe Lehrer-Account, den kennt man eigentlich auch scamfrei. Ich hau rein, Leute. Danke für den Deal. Bis dann. Ihr könnt uns mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr für Erfahrung mit dem 187-Clan oder so? Bin ich mal sehr gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare. Oh, Leute. Ich habe hier gerade einen Deal probiert zu machen und der ist plötzlich abgesprungen, der gute Mann. Der war erst motiviert und dann nicht mehr. Was ist denn da passiert? Naja. Der ist richtig angepisst. Ich habe geschrieben, ich verkaufe schon. Wenn du Lese-Rechtschreibschwäche hast, ist das nicht mein Pech. Na gut, kein Problem, Pixel. Ist das halt so. Dann gehe ich halt beim Turbo einkaufen. Mal sehen, was der... So, Stück für 2,65k. Ist auch der letzte Deal für die Folge heute. Ich weiß zum Beispiel, CB21 ist sehr bekannt dafür, dass hier keiner scammt. Ich werde mal testen, ob der Turbo das auch nicht macht. Weil ich glaube, CB21 schmeißt die ganzen Scammer immer raus. Sobald hier einer ist, wird der permanent rausgeworfen. Oh, wir haben einen guten alten Handelsraum mal wieder. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr erlebt. Hier sogar Mystery-Mod-Möbeln und so. Ne, warte mal, du hast Mystery-Mod-Möbel, aber kein Mist. Wait, okay. Keine Ahnung, warum du es so machst, aber ist ja kein Problem. So, ich bezahle am besten mal 2.650.000. So, mal sehen, was dann passiert. Das ist jetzt natürlich das Geld für einen Beacon. Aber wir schauen mal, ob, was er jetzt tut. Ich bezahle einfach noch zweimal das Ganze. Und dann habe ich eben die dreimal bezahlt. So, da kommt der... Oh, er gibt auch direkt. Ziemlich risky, dass er das einfach droppt. Aber, Turbo, danke für den Deal. Sehr, sehr nett. Das war der letzte Deal heute. Ich habe tatsächlich keinen Scammer gefunden. Wir hatten sehr, sehr strange Typen am Start. Ich bin auch gespannt auf eure Kommentare, ob ihr denkt, dass der eben... Oder dass da vielleicht Scammer bei waren, die uns enttarnt haben. Ich werde in der nächsten Folge wieder einen anderen Account nehmen. Ne? Einen, den man gar nicht kennt. Und ja, habe ich noch was in der EC? Nö. Dann mache ich es folgendermaßen. Turbo, du warst so schnell und so nett. Du kriegst von mir heute einfach mal... Komm, ich hau richtig raus. Du kriegst eine Million. Einfach so. Bis dann, Turbo. Und bis dann auch an euch. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann und tschüss.